Wenn du selbstständig bist und internationale Geschäftsbeziehungen hast, zumindest mit Unternehmen innerhalb der EU, dann brauchst du eine sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Wie du diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen kannst, das schauen wir uns in diesem Video mal gemeinsam an. Ganz wichtiger Hinweis am Anfang dieses Videos: In Deutschland gibt es unterschiedliche Steuernummern. Zum Beispiel gibt es die persönliche Steuer-Identifikationsnummer. Die bekommst du zur Geburt quasi vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt. Darum geht es hier in diesem Video nicht. Dann hast du die sogenannte normale Steuernummer. Diese normale Steuernummer ist die Steuernummer, die du auch so in der Korrespondenz mit dem Finanzamt angeben musst. Auch darum soll es hier in diesem Video nicht gehen, allerdings brauchst du sie gleich im Folgenden. Da vielleicht ein kleiner Hinweis: Du kannst auch mehrere normale Steuernummern haben. Wenn du zum Beispiel mit deinem Ehepartner zusammen veranlagt bist, dann kann es durchaus sein, dass du eine Steuernummer für die Einkommensteuer hast, du aber für deine betrieblichen Aktivitäten, also zum Beispiel die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer, noch eine andere Steuernummer hast. Das heißt, wir haben bis jetzt schon zwei oder drei Steuernummern. Und dann gibt es on top noch eine sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die musst du immer angeben bei diesen internationalen Geschäftsbeziehungen. Also ganz konkret, wenn du einen Kunde im EU-Ausland hast, dann musst du eine sogenannte Reverse Charge-Rechnung schreiben. Wenn du das noch nie gehört hast, dann schau unbedingt das Video an, was ich dir jetzt oben rechts einmal verlinke. Das heißt, du stellst eine Rechnung aus ohne Umsatzsteuer. Und auf dieser Rechnung muss deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer deines Kunden stehen. Zusammengefasst kann man also sagen, du kannst eigentlich nur eine Rechnung an ein Unternehmen in einem anderen EU-Land schreiben, wenn du selbst eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast. Und das Ganze gilt auch andersrum. Wenn du Kunde bei einem Unternehmen bist, was ihren Sitz im EU-Ausland hast, auch dann brauchst du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, weil dann muss ja dein Lieferant oder dein Dienstleister auf deren Rechnungen deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auch angeben. Du brauchst diese Nummer also für alle Arten von Geschäftsbeziehungen innerhalb der EU. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du eine solche Geschäftsbeziehung hast, die ist unglaublich groß. Warum? Weil fast alle großen Tech-Unternehmen ihren Europasitz in Irland haben, in Dublin haben. Und wenn du auf Facebook Werbung schaltest oder bei Apple Services buchst oder aber bei Microsoft Kunde bist und du da regelmäßig Zahlungen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass diese Unternehmen dir Rechnungen aus Irland stellen, und damit hast du eine Geschäftsbeziehung innerhalb der EU über Ländergrenzen hinweg und du brauchst eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Du hast im Wesentlichen eigentlich zwei Möglichkeiten, diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen. Die erste Möglichkeit ist bei der Registrierung deines Unternehmens beim Finanzamt, also beim sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Denn in diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung wirst du gefragt, ob du auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben möchtest. Und da solltest du eigentlich ja pauschal immer einmal Ja klicken, weil allein der Besitz dieser Nummer, der verpflichtet dich zu gar nichts. Das heißt, du kannst diese Nummer einfach beantragen, selbst wenn du sie anschließend nicht brauchst, dann ist es trotzdem praktisch, sie schon mal zu haben. Wenn du das ganz am Anfang, also bei der Anmeldung deines Unternehmens, versäumt hast und du jetzt da sitzt und sagst, naja, jetzt brauche ich aber diese Nummer dringend, dann folge mir einmal mit auf meinen Bildschirm, denn wir schauen uns einmal an, wie wir diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auch nachträglich noch beantragen können. Wir befinden uns hier nämlich auf der Webseite des Bundeszentralamts für Steuern und du beantragst deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht bei deinem Finanzamt, sondern genau hier beim Bundeszentralamt für Steuern. Ich habe dir den Link zu dieser Seite einmal in die Videobeschreibung gepackt, also schau da gerne einmal vorbei. Und hier scrollen wir einmal ganz nach unten. Du findest eine ganze Reihe an Informationen, wer hier jetzt Anträge machen kann und so weiter. Wir gehen aber direkt zum Formular und hier unten sehen wir Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Internetvergabeverfahren. Und darauf klicken wir und können dann hier online unseren Antrag auf die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ausfüllen. Und das machen wir am besten einfach mal gemeinsam. Doch bevor wir das Formular ausfüllen, ein kleiner Funfact. Hier steht: Achtung, im Zeitraum von 23 Uhr und 5 Uhr können Wartungsarbeiten durchgeführt werden, weshalb es in dieser Zeit zu Verzögerungen im Online-Dienst kommen kann. Und meine Erfahrung ist, diese Wartungsarbeiten, die kommen tatsächlich relativ häufig vor. Deswegen kann es tatsächlich sein, wenn du zwischen 23 und 5 Uhr auf diese Seite kommst, dass es tatsächlich sein kann, dass du diesen Bereich hier gar nicht siehst. Wenn das so sein sollte, dann versuch es einfach am nächsten Tag noch einmal, und zwar irgendwann zwischen 5 und 23 Uhr. Und dann wirst du erst
einmal danach gefragt, bei welchem Finanzamt du denn jetzt steuerlich geführt bist. Ganz, ganz wichtig, hier geht es um die Umsatzsteuer. Wir wollen schließlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Deswegen müssen alle Fragen hier aus der Perspektive der Umsatzsteuer beantwortet werden. Warum ist das Ganze wichtig? Wenn dein Unternehmen beispielsweise in einer anderen Gemeinde angemeldet ist, als du privat wohnst, dann gibst du hier die Gemeinde an, in dem du dein Unternehmen führst. Also dein Betriebssitzfinanzamt, wie es so schön heißt. Erstmal geben wir hier das Bundesland ein, das ist bei mir Berlin. Und dann trage ich hier einmal ein, welches Finanzamt für mich zuständig ist und trage dann anschließend meine Steuernummer ein. Wichtig, nicht die persönliche Steuer-ID und auch nicht die Steuernummer, die für deine Einkommensteuer oder deine Gewerbesteuer wichtig ist, sondern hier musst du die normale Steuernummer eintragen, mit der du ja umsatzsteuerlich geführt wirst beim Finanzamt. Hier trage ich natürlich jetzt nicht meine echte Nummer ein, sondern einfach eine ausgedachte. Im nächsten Schritt muss ich meine Rechtsform auswählen. Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Wenn du einfach ein Freiberufler bist, dann klickst du hier auf Angehöriger der freien Berufe und dann trägst du deinen Namen ein. Und nicht, dass du den häufigen Fehler machst. Hier musst du erst den Nachnamen und dann den Vornamen eintragen. Deswegen schreibe ich hier einmal Melchior Neumann rein und einmal das Geburtsdatum. Im nächsten Schritt fragt das Finanzamt nach einer E-Mail-Adresse. Auch die solltest du kennen. Und zwar schreibe ich hier einfach mal meine E-Mail-Adresse rein. Und du solltest auswählen, ob du den Antrag für dich machst oder für einen Mandanten. Wenn du das für deine Selbstständigkeit machst, ist ganz klar, du setzt den Haken natürlich hier vorne. Wenn du Steuerberater bist oder so, dann schaust du dieses Video hoffentlich nicht, weil du selber weißt, wie du zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kommst. Und dann klicken wir auf Weiter. Dann bekommen wir hier noch einmal eine Zusammenfassung und die gute Nachricht, das war's tatsächlich. Hier können wir nämlich direkt auf Absenden klicken. Ich bekomme jetzt ehrlicherweise eine Fehlermeldung und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich meine Steuernummer ausgedacht habe. Das heißt, diese Steuernummer gibt es nicht. Anders würde das Ganze jetzt bei dir aussehen, wenn du hier deine richtige Steuernummer eingetragen hast. Mit einer kleinen Ausnahme. Wenn du Kleinunternehmer bist, dann bist du nämlich unter deiner Steuernummer auch nicht umsatzsteuerlich geführt, weil du zahlst ja keine Umsatzsteuer. Und gibt es auch keine Umsatzsteuervoranmeldungen ab. Das heißt, Kleinunternehmer können tatsächlich dieses Online-Formular deshalb leider nicht verwenden. Das heißt, du musst ja leider auf Oldschool-Weg deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zum Beispiel per Brief beantragen. Findest du auf der ursprünglichen Seite auch hier einmal die Kontaktdaten. Anders geht das Ganze leider nicht. Deswegen würde ich dir als Kleinunternehmer grundsätzlich empfehlen, mach das bei der Gründung unbedingt schon direkt im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Da ist das Ganze nämlich nur ein Haken. Wenn du das allerdings nicht gemacht hast, dann bleibt dir leider nur der Postweg. Und damit ist der Prozess eigentlich auch abgeschlossen. Das Bundeszentralamt für Steuern hat jetzt deinen Antrag bekommen und meiner Erfahrung nach dauert das so 2 bis 3 Wochen. Dann bekommst du einen Brief, das ist meistens einfach nur eine DIN A4-Seite und da steht dann relativ gut sichtbar in der Mitte deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das ist die Nummer, die mit einem Länderkürzel anfängt, also in Deutschland DE und dann folgt eine Reihe von Zahlen. Und diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die schreibst du dann idealerweise auf deine Rechnungen. Dann musst du auch nicht mehr deine normale Steuernummer auf die Rechnung schreiben. Das heißt, entweder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder deine normale Steuernummer. Ich persönlich empfehle dir immer, dass du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wählst und dann trägst du bitte diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei allen Software-Tools in den Einstellungen ein. Das führt nämlich dazu, dass sich der Preis dieser Software-Tools reduziert, weil wenn du diese Nummer nicht einträgst, dann berechnen dir all diese Tools Umsatzsteuer. Wenn du diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibst, dann wird dir keine Umsatzsteuer berechnet. Dann beziehst du diese Software quasi, ja, steuerfrei. Und noch ein wichtiger Hinweis, wenn du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, ist sie auch Pflichtbestandteil in deinem Impressum. Das heißt, du solltest sie unbedingt auch im Impressum auf deiner Webseite angeben, damit deine Kunden auch überprüfen können, ob das wirklich deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist. Wenn du zu diesem ganzen Thema oder zum Antragsprozess noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du generell Hilfe brauchst in deiner Selbstständigkeit mit der Umsatzsteuer, mit irgendwelchen Steuernummern und so weiter, dann besorg dir doch einfach einige Tools, die dir das Leben vereinfachen oder lager das Ganze einfach an den Steuerberater aus. Ich habe da tatsächlich so einige Empfehlungen, die findest du alle einmal unten in der Videobeschreibung oder aber du klickst einfach hier,
Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen. Da gibt es wirklich hunderte Videos rund um die Themen Steuern, Buchhaltung und Finanzen für Selbstständige. Zum Beispiel hier oder hier.